Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu Street Against Let's Play. Eine neue Runde Sky Factory und natürlich ist auch wieder der Tribolo dabei. Guten Tag, hallo, hier, herzlich willkommen zu unserer Sendung. Der ist mal wieder stark motiviert, der Kerl. Ich kann nicht anders, tut mir leid. Ist mir schon klar. So, ich habe hier die Schweinemob-Farm. Aua. Alter! Ich habe hier nix. Verpiss dir. Ich habe hier die Geh weg, du. Ja, geh weg. Die Schweinemob-Farm. Die Schweinemob-Farm. Habe ich ein bisschen umgebaut. Einfach, damit es hier ein bisschen symmetrischer aussieht. Und hier sehe ich noch, da muss noch eine Fackel hin. So. So, weil hier in der Mitte muss auch noch mal eine Farm hin. Und zwar, ja, sauber, ne? Wir haben im Moment keine Mob-Essenz. Naja, egal. Wir brauchen ein paar Rindviecher oder sonst irgendwas. Mob-Essenz brauchen wir. Ja, Mob-Essenz brauchen wir. So, und hier das Huhn wird jetzt erstmal getötet. Getötet. So, wir haben das Problem, beziehungsweise wir haben festgestellt, wir haben zu wenig Slime-Balls. Weil wenn ich mir so noch ein bisschen im Hinterkopf bewahre, was wir für Import, Export und was weiß ich noch, was für Busse brauchen, dann wird es richtig, richtig mager. Weil wenn ich jetzt, ja, was haben wir hier? Alter, achso, das ist Wither. Ich wollte gerade sagen, kriege ich jetzt hier Schaden oder was? hier, Jew Jellies haben wir ein bisschen sehr wenig. Also die Mobfarm da hinten, die wirft da anscheinend auch nichts mehr richtig ab von den Jew Jellies. Und deswegen brauchen wir jetzt eine Slime-Farm. Und wie wir uns die jetzt bauen, das wird jetzt erstmal längere Zeit dauern. Also wir brauchen jetzt erstmal ein... Jetzt muss ich das mal gucken. Ne, Planter nicht. Fischer brauchen wir noch. Ich hab die Necrotic-Dinger übrigens auch ausgeschaltet. Okay. Die Necrotic-Dinger. So. Ja, du weißt schon. Ja. Wir brauchen einen... Wo ist denn der jetzt? Ejector? Ne, Meatpacker? Ja, Slaughterhouse, genau. Ein Slaughterhouse. Alter. Okay. Nehmen wir die goldene Version oder die Invar-Version? Das ist mir egal, du. Ui, wir brauchen bloß noch zwei goldene Äxte, ne? Nehmen wir das. Gold. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und Sticks. Sticks. Zwei Stück, ne, vier. 1, 2, 3, 4. Die Musik kommt mir irgendwie so laut vor. Naja, gut. Zack. Und... Zwei goldene Äxte. Ja, zwei. Danke. Alter, lass mich doch mal raus hier. So, das da und schon haben wir ein Slaughterhouse. So, was machen wir mit dem Slaughterhouse? Klar, müssen wir irgendwo natürlich noch anschließen. Das kommt jetzt auf jeden Fall erste Mal. Na, sagen wir mal hier hin. Jetzt ist dunkel, super. Na, gib mir mal ein paar Fackeln. So, haben wir noch ein paar Stück. So. Da und da. Ja gut, das Slaughterhouse, das macht jetzt im Moment erstmal gar nichts. Weil wir brauchen ja dann noch ein bisschen Zeug, was wir dann schlachten können. Kühe haben wir gar keine mehr, oder? Doch zwei Stück müssen wir noch haben, ne? Ich glaube ja. Ja. Glaube auch. Nee, Sticks wollte ich nicht. Ich wollte... Ey, was macht ein Schwein da oben? Hm? Was machst denn du da oben? Hi. Hallo, Schwein. Nee, du sollst da nicht oben sein, sondern... Gib mir mal mein goldenes Lasso. Zack. Na, geht es nicht? Doch, müsste, oder? Ja, also. Und tschüss. So. Wo war ich denn jetzt? Achso, Zäune brauche ich. Zäune. Zäune heißen Fänse, ne? Fänse? Mhm, ja. Da war was. Fänse. So. Ein Fieder oder sowas haben wir auch nicht, gell? Nee. Alter. Warte mal, doch. Ich habe irgendwo noch ein Fieder gesehen. Ejector, warte mal. Fischer, Harvester, Ranger, Fertilizer. Weather, nee. Sludge-Spoiler. Mhm. Komposter, Breeder. Ja, Breeder, klar. Nehmen wir den Breeder. Du machst das schon. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ja, MFR habe ich auch schon lange nichts mehr gemacht. Weil in den letzten Modpacks, die ich gespielt habe, war das nicht drin. So, also Breeder. Brauchen wir zwei goldene Karotten. Eins, zwei. Gut.
Die kommen dann auch erstmal ins AE. Dann einen goldenen Apfel. Boah, kriegen wir auch noch hin. Dann Purple Dye. Okay, ja, das kriegen wir auch noch hin. So, zwei Stück brauchen wir dann nur. Oder? Es waren nur zwei, ja. Und den Rest sollten wir eigentlich da haben. Ja, sauber. Der Breeder, der braucht zwar Energie, aber wenn ich den jetzt da hinstelle, können wir hier automatisch Heu oder sowas, oder nee, Weizen rein. Rein, Heu, genau. Warum liegt denn da Stroh? Können wir automatisch... Oh, ich habe keine Maske. Habe ich eine Maske? Nee, ich habe keine Maske. Ich wollte mir nur einen Überblick verschaffen. Achso, okay. Können wir hier dann automatisch Weed oder sowas rein flözen, wenn wir denn Kühe haben? Ja, ist Weed und so. Eigentlich schon. Das ist Weed. Eieieiei. So, aber dann müssten wir das Slaughterhouse ein bisschen woanders dahin stellen. Dann bräuchte man im Prinzip drei Felder. Also, was ich jetzt. Hä? Ja, nee, das wird so nix. Verdammt, nee, so schon mal gar nicht. Oh wei. Ja. Nein. Sauber. So, ach, der ist da unten, okay. Was machst denn du da unten schon wieder? Geh dich gar nichts an. Okay. Bin ja schon ruhig. So ein bisschen. So, nee, also ich hätte das jetzt gern so gemacht, dass man hier. Wie machen wir das am geschicktesten? Warte mal. 1, 2, 3, 4. Also dieses blöde Gras. Ich habe da vorhin noch ein bisschen Blumen züchten wollen und habe dann vergessen, das Rasenmähermann zu holen. Den Rasenmähermann? Rasenmähermann, ja. Ja, der ist ja mittlerweile auch digital, gell? Habe ich dir vorhin nicht irgend so einen Quatsch geschrieben mit Rasenmähermann? Ja, Zombie-Rasenmäher. Ja, genau. Braindead, der Zombie-Rasenmähermann. Ja, genau. So, warte mal. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, dann haben wir hier fast die Mitte. So, machen wir das einfach so. Das hat jetzt noch so überhaupt gar keinen Sinn, aber ja, wird schon. Wie viel ist von dem, was du so tust? Tun tust. Ja. Tun. Immer noch empfangen, krass. Hä? Ja, hier mit dem Dingens. Okay. So, der Breeder, der kommt erstmal dahin und dann tun wir hier noch zwei Chronotyper hinbauen. Ja, doch, sollte. Ey, müsste, könnte. Lass doch mal das AE in Ruhe, bitte. Ja, das wird, glaube ich, zu viel, ne? Du hast doch eben bestimmt irgendwas abgebaut, oder? Nee, angebaut. An. Aber es wird okay. An. Aber das wird zu viel, ich reiß das jetzt ab. Kann ich das jetzt abreißen? Augenblick. Okay. So, zwei Stück brauche ich von denen. Wohl, nee, warte mal, ich lass das einfach so. Oh, so. Bau hier. Genau. Jetzt kannst du von mir aus. So, da brauche ich zwei Chronotyper, genau. Ja, komm, gib mal das Schwein her. Ja, das ist doof. Da wieder ins Dings zurückgepackt. Ja, dann wird's eben nicht symmetrisch, mein Gott. Kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Ah, das ist halt so. Das so. Ist halt, wenn man nicht mit Profis arbeitet, dann... Ja. Hätte man mal lieber einen Handwerker suchen sollen. Ja. Ich weiß gar nicht, ob die Elektrikerfolge von meinem... für die Zuschauer ist das ja auf jeden Fall schon lange her. Aber ich weiß nicht, ob das für dich schon lange her ist. Naja, hättest du schon was gesagt. Vielleicht auch nicht. So, okay. Ja, man weiß es nicht. Ich habe hier den Precision Sledgehammer von meinem Factory Reloaded in der Hand. Und da kann ich natürlich sehen, was für ein Feld der... Ah, toll. Das Slaughterhouse hat. Und das geht natürlich genau da rein, wo ich eigentlich nicht hin wollte. Verdammt! Okay, Planänderung. Muss ich doch ein bisschen ändern. Ach, zum Kotzen. Gut. Dann kriegen wir das vielleicht dann doch noch so hin, dass es auch ein bisschen schön aussieht. Hoffe ich doch. Hoffe ich auch für dich. Ansonsten gibt's Tote. Jo, klar. Warum? Herzinfarkt dann von dir? Schade. Klaus war der Name, ja? Mhm. Warte mal, wo ist mein Death Note? Hier habe ich doch mein Death Note. Was er meint. Ich habe wirklich ein Death Note. Was? Natürlich. Na, aber nicht. Klar. Alter. Ich habe zum Geburtstag ein Death Note Geschenk gekriegt. Echt? Ja.
Oh je. Schon lange her, aber das habe ich geschenkt gekriegt von meiner Frau. Oh je, oh je. Jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das war von meiner Frau. So. Schon so lange her, mein Geburtstag. Ja, stimmt. So. Ja, wenn wir Glück haben, werden die Schafe dann noch ein bisschen versorgt vom Breeder. Gut. Ja, komm, hier noch ein bisschen Zeug drüber, ne? Sonst wird das nix. Weißt du, das sieht man nicht. Was sieht man nicht? Wir müssen den Blitz hier ausmachen. Ich schick dir gerade ein Bild, Mann. Von der Death Note. Ja. Oje, oje. Ich werde das vielleicht auch nochmal veröffentlichen bei Facebook. Und zwar genau an dem Tag, an dem diese Folge rauskommt. Sprich am 2.1. Ja, doch, sollte. 2.1.? Ja. Ich glaube schon. Hallo Schaf, danke. Oder Erster. Oder Erster. Okay. Ja, ja. So, was war das? Du hattest doch vorhin Yellow fertig gemacht, ne? Ja, 101. Wo brauchen lebt er nicht? 6 Stück brauche ich. Wunderbar, wunderbar. Holz. So. Ich brauche Holz. Was machst du eigentlich schon wieder? Schon mal gesagt, das geht dich gar nichts an. Ja, aber die Zuschauer geht's was an, oder? Naja, gut. Dann eben nicht. Wir werden das sehen, wenn das soweit ist. Ja, ist ja gut. Sag mal, hast du wieder deine Tage oder war die Milch schlecht? Milch war schlecht. Ja. Sauer. Hm. Ich mache gerade Folgendes. Und zwar, wir haben so viele Erfahrungspunkte. Ja. Bubbles. Hurricanes. Ja. So, jetzt habe ich mir halt gedacht, machen wir die Dinger leer. Mhm. War da nochmal der Blaue muss nach oben, ne? Ja. Ja, genau. Jetzt zieh ich das alles raus aus den Tanks und hau das ins AE rein. Okay. Das heißt, ich hau da gleich nochmal eine 64K Storage Cell rein und da soll dann halt eben Dingens bei rauskommen. Erfahrungspunkte. Ja, okay. Ich glaube, das größte Problem, das wir haben, ja, wenn gut, ich das richtig sehe. Das passt auch, ja. Irgendwas kommt da nicht hinterher bei der Lava-Produktion. Ich weiß nur nicht was. Wo bei der Lava. Entweder liegt es an dem Endertank, dass ein Endertank nicht ausreichend ist. Ich weiß auch nicht, wie viel der per Tick raushaut, aber bis zur nächsten Folge habe ich das raus. Oder da hinten stimmt noch irgendwas nicht mit den Fluidocts oder so. Ja, Lava ist im Moment so ein großes Problem, ne? Naja, richtig. Okay, gut. Also hier sind die Dinger auf jeden Fall alle voll. Cobblestone. Also das heißt, daran liegt schon mal nicht. Hm. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Ja, ja, ja. So. So, wie weit ist er denn hier? Fertig, wunderbar. Nee, was? Achso. 64K. So, den können wir auch noch eins drüber setzen. So, komm. Komm, 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 komm. Ja. Oh, hier, blöder Schnee. So, passt. So passt das. Können wir nämlich hier dann noch einen schönen Zaun hinziehen. So. Damit wir wenigstens nämlich die 64K Storage links voll kriegen. Deswegen baue ich hier gerade so ein Hank-Mack. Achso, okay. So, zack. Na komm, hier können wir auch zumachen. So. Da, na. Boah, Alter. Haben wir noch so eine Exports? Exports? Keine Ahnung. Musst du gucken. Hammer. Hammer. Musst du gucken. So, und keine Zäune mehr. Da haben wir doch noch. So. Da, da und da. Alter, muss ich das noch verkabeln, gell? Ja. Hier muss nochmal oben stehen. Orange. So, Ausgabe. Ich kann mir das nicht merken. Was willst du machen? Ja, nee, schon gut. Ja? Da, okay. Nee, läuft schon. Mhm. Ich seh's. So, der weg. Den dahin. So, jetzt packe ich mal die Kühe da hinten aus. Ich glaube, das sind ja noch die Safari-Netze, gell? Ja, sollten. Ach ja, da. Kuh und nochmal Kuh. So. Ja, den kann ich eigentlich wegpacken. Den brauche ich jetzt nicht mehr. So, und da kommen die. Nee, da.
Also hier haben wir jetzt einen Brüder. Da sollen die Kühe dann vermehrt werden. Alter, 14 FPS, das ist ja nicht normal, oder? Ja, ja, ich gucke in deine Richtung, genau. Mhm. Ich habe hier auch so leicht zu kämpfen im Moment. Also wir spielen dann die Staffel bis zur, bis es nicht mehr geht. Ja. Eine Kuh, zwei Kühe. So, wenn der jetzt natürlich jetzt Energie hätte, könnten wir hier dann ein bisschen Wheat reinpacken. Und, achso, den muss ich noch konfigurieren. Ey, port mich mal ganz schnell zu dir, bitte. Oh je, ob ich das hinkrieg? So. Danke. Bitte. Ey, was war das denn? Trotz Fliegen bin ich nicht hochgekommen. Ich bin runtergefallen, ja. Drück auf Fliegen, der fliegt auch erst hoch und dann wie als wenn mich diese Void eingesogen hat. Was war das denn für ein Quatsch? Auch nicht schlecht. Palgaga gerade. Hallo Schwein. Dankeschön auf jeden Fall. Jo. Ein Quatsch, ey. Hier das Schwein müssen wir noch einfangen. Ja, wo ich jetzt stehen geblieben bin, bevor mich der Tribolo da so rabiat unterbrochen hat. Hier, kommt dann Weizen rein, um die Kühe zu versorgen. Und hier Chronotyper, der hat zwei Typen. Zwei Einstellungen. Einmal Moving Babies und das zeige ich jetzt hier, sonst werden die anderen noch Moving Adults. So. Wenn die sich vermehren, kommen ja die Babys, die werden dann hier gleich rüber gepoppt und sobald die jetzt ausgewachsen sind, werden die hier durchgezogen und dann vom Slaughterhouse, hat zwei Tanks, vom Slaughterhouse dann vernichtet. Einmal in Meat und dann einmal in Pink Slime. Und was wir dann mit dem Pink Slime machen, das werden wir dann hoffentlich das nächste Mal sehen. Tätig mal sagen tun, ne? Ja, würde ich mal sagen. Ja, so, gut. Warum hier die Schweine rumflitzen, das weiß ich auch nicht. So, was ist mit dir? Du bist voller Mob-Essenz, aber ja. Ah, die kommen hier durch. Sauber. Hallo. Schön da geblieben. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache jetzt hier erstmal Hallo? Ich mache jetzt hier erstmal das Loch zu. So. Ein. So. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würde dann sagen, gehabt euch wohl. Haut rein und tschüss. Tschüss.